Ja, wunderbar. Dann herzlich willkommen zurück im Hauptraum, in der Hauptsession. Und dann beginnen wir jetzt mit der Podiumsdiskussion. Und dafür haben wir auch Gäste eingeladen. Und Daniel, ich gebe das Wort kurz an dich. Dann kannst du unsere Gäste vorstellen. Ja, sehr gern. Also wir haben von der Ernst-Reuter-Schule aus Karlsruhe eine der innovativsten Schulen in Deutschland, kann man, glaube ich, wirklich sagen, zugeschaltet, den Schulleiter Micha Palesche. Er ist in unterschiedlichsten Kontexten unterwegs, egal ob es Thema Nachhaltigkeit ist, Lerninseln zur Corona-Zeit, sind unfassbar gute und tolle Projekte entstanden, was auch soziale Benachteiligung angeht, Inklusion, alle mitnehmen, die Potenziale des Digitalen nutzen und ganz besonders auch Partizipationsformate wie der Rote Salon zur Schulentwicklung. Alles das geht zurück auf Micha Palesche und seine tolle Schule. Ich durfte auch dabei sein bei einer virtuellen Veranstaltung. Das passt sehr gut zu unserem Thema, als versucht worden, als die Schule angefangen hat, einen VR-Roten Salon zu entwickeln, gemeinsam mit PartnerInnen aus der Wirtschaft, um auch dieses Format hybrid möglich zu machen und auch sehr immersiv möglich zu machen. Und deswegen freuen wir uns sehr, heute Micha Palesche begrüßen zu dürfen. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Und eingeladen und im Prinzip auch zugesagt hat Saskia Ebel vom Landesmedienzentrum in Baden-Württemberg. Sie ist aktuell im Ausland unterwegs in Urlaub und hatte angekündigt, dass sie womöglich Internetprobleme hat. Das heißt, wir freuen uns einfach, wenn sie noch dazukommt und wissen, was los ist, falls sie nicht dazukommt. Dann würde ich einfach wieder abgeben an Stefanie Nickel. Genau, und ich würde einfach gleich die erste Frage in den Raum stellen. Sie haben ja sozusagen die Beiträge sich angeschaut und ich habe auch gesehen, es sind anregende Diskussionen entstanden. Und die erste Frage, die wir gerne mit Ihnen diskutieren würden, ist, welche technischen und welche kulturellen Voraussetzungen müssen für hybrides Lehren und Lernen gegeben sein? Also Frage an die sozusagen an das Publikum vor Ort, als auch eben an die Online-Teilnehmer. Sie können gerne sich einfach entsprechend freischalten. Es muss noch häufiger da sein, also gerade nur online geht. Ja, eine Grundvoraussetzung. Ja. Also ausreichend Raum vorhanden sein, wurde hier gerade gesagt. Ich glaube, versteht man das gut, wenn wir hier sprechen? Für die Online-Teilnehmer sind wir gut zu verstehen, oder? Es war gerade sehr leise. Es kann sein, dass du das Mikrofon nochmal auf die runde Funktion und Umkreisaufnahme einstellen müsste. So. Jetzt müsste es was werden. Okay. Also Räume ist eine Voraussetzung. Ja. Ich denke auch auf jeden Fall, dass die Bereitschaft eben von den Lehrenden und Lernenden da sein muss, dass es funktionieren kann. Aber wir haben ja quasi im Rahmen unseres Seminars so eine kleine Bedürfnisanalyse auch durchgeführt und da auf jeden Fall mitnehmen können, dass die Bereitschaft von unserer Seite auf jeden Fall da wäre. Ich hatte eben so ein bisschen die Diskussion mitbekommen, da war auch, was ist da eine Grundvoraussetzung sozusagen auf Seiten der Studierenden? Die Bereitschaft eben, dass wir uns auch zeigen mit der Kamera, das wurde vorhin angesprochen, dass wir ja schon eine Weile gebraucht haben, um in diesem Format Kamera im Gesicht klarzukommen, aber dass das eben was ist, wo man sich auf jeden Fall einfach dran gewöhnen muss und was dann einfach auch ja so ein bisschen ja ankommen muss und das funktioniert dann vielleicht. Und dass es auch eben nicht durch diese Programme, also wenn es jetzt da immer geeignet wäre oder dann auch ist, dass eben nicht die Anonymität größer wird dadurch, sondern dass man auch wirklich dafür oder dem zustimmt, sich dann eben auch da zu zeigen und nicht noch anonymer, als man es eben jetzt schon sein kann, dort auch wird. Ich würde die Frage gerade mal weitergeben an Sie, Herr Palesche. Sie sind ja sozusagen mit Ihrer Schule auch entsprechend sozusagen sehr versiert unterwegs, was den Einsatz von digitalen Medien, was den Einsatz von Games und so weiter angeht, aber auch mit im Bereich hybrider Lehre. Wie würden Sie das einschätzen? Welche technischen und kulturellen Voraussetzungen sind gerade mit Blick auf die Schule, sollte da gegeben sein? Also ich glaube, das, was gerade gesagt wurde, ist sicherlich ein zentrales Element, dass überhaupt eine Bereitschaft da ist, sich auf diese ganzen Settings einzulassen.
Ich halte es für zentral, dieses ganze Thema Beziehung in den Blick zu nehmen. Denn Lernen und Lehr-Lern-Prozesse sind ja ganz oft beziehungsabhängig. Und das war, glaube ich, auch ein Learning aus Corona. Gerade wo es angeklungen, wenn die Kameras halt beispielsweise alle aus sind, dann fällt es halt zum Beispiel schwer, Beziehungen aufzubauen. Und wir haben bei uns einfach versucht, diesen Aspekt eben sehr, sehr stark in den Blick zu nehmen. Haben Formate auch geschaffen, wie, also es gibt ja diesen Begriff Webinar und wir haben das dann in Webinar übersetzt und haben einfach versucht, Beziehungen aufzubauen. Und da sehe ich natürlich auch eine große Chance. Auf der anderen Seite, klar, die technischen Voraussetzungen, so wie ich sie einschätze, in den Schulen sind sie noch nicht gegeben. Also wenn wir in die Breite gucken zumindest, wird es, glaube ich, schwierig. Und gerade wenn wir in VR-Anwendungen denken, brauchen wir nochmal ganz andere Ressourcen, auch technische Voraussetzungen. Und ich glaube, da haben wir echt noch einen Weg vor uns. Ja, gerade auch mit Blick auf den Digitalpakt wahrscheinlich und die Umsetzung dann entsprechend. Ja. Das haben Sie aber auch in den Gruppen, glaube ich, diskutiert, ne? Oder sich auch Gedanken darüber gemacht, wie jetzt eine Umsetzung in der Grundschule stattfinden könnte. Wie schätzt Sie das ein? Also was wir uns eben überlegt hatten, war, dass die Kinder, die nicht vor Ort sein können, sei es wegen Krankheit oder sei es wegen, wie wir jetzt mit Corona hatten, das Infektionsrisiko für andere Familienmitglieder, die zu Hause sind, einfach zu groß ist. Wie bringen wir die nicht nur über eben einen Bildschirm mit dazu und hatten dann diesen Roboter, den es ja bereits gibt, der auf Rollen ist und der dann mitfahren kann. Das heißt, das Kind, das zum Beispiel längeren Krankenhausaufenthalt hat oder zu Hause im Bett liegt, dann auch wirklich das Gefühl hat, es ist dabei. Also es ist ein kleines Bild, ein Live-Video von diesem Kind, das übertragen wird, das auf dem Roboter ist, aber eben auch das Kind, das sieht, wie dieser Roboter mitfährt. Also wenn es Gruppenarbeiten gibt, dann fährt das eben zu dem Gruppentisch hin, wo es hingeht. Oder es gibt einen Raumwechsel, weil wir jetzt zur Musik gehen, dann geht das Kind mit, ohne dass alles wieder umgestöpselt wird und die Lehrkräfte dann damit beschäftigt sind, wie bringe ich jetzt das eine Kind mit, aber nebenher habe ich noch 25 oder mehr andere. Und so kann einfach dieses eine Kind mitfahren. Was natürlich gegeben sein muss, ist, dass dieses Kind auch ausgestattet ist, zu Hause oder im Krankenhaus, wo auch immer es dann ist, dass diese Möglichkeit auch wirklich realisiert werden kann. Sie sind aus dem Bereich Gesundheitspädagogik. Ja, ich habe mal tatsächlich eine Abschlussarbeit dazu betreut, wo jemand, da ging es um chronisch kranke Kinder, den Einsatz von Robotern in der Schule, und das war vor Corona. Und also wirklich, es ist ein Riesenthema, dass Kinder oft durch bestimmte chronische Erkrankungen oder Krankenhausaufenthalte in der Schule zurückfallen, soziale Kontakte verlieren und diese Roboter unglaublich viel bringen können. Und vor Corona war es so, dass man riesige Datenschutzdiskussionen dann hatte. Also gerade im Kontext von Schule und mit den ganzen Ämtern, die dann entscheiden müssen. Ein Ergebnis war damals, dass es irgendwie in Norddeutschland besser klappt als in Süddeutschland. Nochmal ein bisschen mehr Bürokratie, nochmal ein bisschen genauer. Also das fand ich ganz interessant. Und man dann irgendwie, da ging es tatsächlich auch, glaube ich, in Hamburg ein Kind, das wurde einfach gemacht. Und dann hier in Baden-Württemberg kommt das Amt und schiebt ein Riegel vor, kommt das an. Dann mussten irgendwie alle Eltern unterschreiben. Also es war ein Riesenakt und ich glaube, da hat uns Corona schon was gebracht für diese Kinder, dass die jetzt einfach viel einfacher auch mitmachen können. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht, Herr Pinesche? Also tatsächlich mit chronisch kranken Kindern wenig Erfahrung, weil das bei uns in der Schule selten der Fall war. Mir ist aber gerade der Gedanke gekommen, natürlich auch mal darüber nachzudenken, dieses Lerninselkonzept einfach auch da zu implementieren. Also diese Erfahrung, die wir in der Corona-Zeit gemacht haben, dass es einfach Kinder gibt, die in anderen Settings zu Hause, weil sie vielleicht aus einem bildungsfernen Elternhaus kommen oder auch aus einem finanziell schwachen Elternhaus eben nicht die Möglichkeit haben, dort gut zu lernen. Andere Kinder wiederum aber auch geäußert haben, sie können zu Hause viel besser lernen als in der Schule. Und wir eben da überlegt haben, wie können wir Orte schaffen, an denen eben genau diese Kinder die Möglichkeit haben, in einer gesicherten, geschützten Atmosphäre zu arbeiten oder zu lernen. Wir haben dann in der Corona-Zeit auch gerade für die Kinder zunächst einmal aus den Elternhäusern, die eben nicht die Möglichkeit hatten, dort zu arbeiten, Orte gefunden in der Stadt Karlsruhe, gleichzeitig Studierende der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe dazugenommen, die eben dort
in wunderschönen Orten, muss man sagen, im Torburgensaal, im Botanischen Garten oder wo auch immer, dann einfach lernen konnten und dann einen Online-Zugang dort bekommen haben, gleichzeitig aber auch eine Unterstützung vor Ort noch hatten durch Studierende in der Begleitung und diese Orte jetzt letztendlich auch weiterdenken, weitergedacht haben, dann eben auch, Post-Corona kann man glaube ich noch nicht sagen, aber für eine Zeit dann eben nach der Pandemie Orte einfach außerhalb der Schule weiterzudenken, denn ich glaube, das ist etwas, das vielen, denke ich, noch nicht so ganz klar ist, gerade auch wenn ich so aus meinem Kolleginnen- und Kollegenkreis der Schulleitungen schaue, die jetzt zum Beispiel auch sagen, ja, jetzt haben wir ja eine Lernplattform, was machen wir denn mit der, die brauchen wir nicht mehr, die sind ja alle wieder da. Also machen Sie überhaupt keinen Gedanken, warum man sowas braucht. Oder dieser Wunsch natürlich back to normal, ne? Ohne sich zu fragen, was also normal vor der Pandemie, ob normal gut war oder nicht gut war. Also und ich glaube, das ist tatsächlich aber eine Vision, wenn wir darüber sprechen von hybridem Lernen, dass ich durchaus eine Vision oder ein Bild von Schule habe, dass Schule eben in Zukunft ein Lernort ist, aber eben nicht mehr der alleinige ist, sondern dass es unterschiedlichste Orte gibt, an denen gelernt werden kann und natürlich digitale Möglichkeiten uns dann die Chance bieten, uns zu vernetzen, Daten zu teilen, Informationen zu holen und so weiter. Also wirklich dieses Szenario dieser Schule im Quartier und diesen weiterzudenken, Schule wirklich zu öffnen nach außen in die unterschiedlichsten Orte, die es dort noch zum Lernen gibt. Ja, wir eingangs hatten wir ja von Handlungsmöglichkeiten und Handlungsräumen gesprochen. Ich wollte gerade quasi das Wort an dich, Daniel, abgeben, weil zu Räumen, denke ich, glaube ich, können wir auch einiges noch sozusagen hinzufügen. Ja. Ja, vielen Dank. Ja, ich wollte nur noch sozusagen an den Punkt anknüpfen. Also Micha Palesche hat es ja gerade auch so ein Stück weit den Punkt Flexibilität mit angesprochen, der ja auch vorher in unserer sehr kurzen Umfrage auch nochmal einen sehr großen Stellenwert tatsächlich hatte für die, jetzt online und auch in Präsenz anwesend sind. Und ich würde da eben auch noch hinzufügen, dass es natürlich auch eine Art von Haltungsfrage ist, wie begegne ich dem Thema hybriden Veranstaltungen, digitalen Veranstaltungen, auch die los, also weil man ja auch ein Stück weit loslassen muss von der Kontrolle, die ich bei einer Präsenzveranstaltung tatsächlich habe und sozusagen diese die einzelnen Gruppen, die dann in im Idealfall hybrid zusammenarbeiten können, ja dann ermächtigen muss, durch Selbststeuerung, durch Eigenmotivation dann auch eben Dinge zu tun im Lehr-Lern-Kontext. Und das ist ja in einem, ich sag mal, in einem wirtschaftlichen Kontext, wird oft gesagt, also so wie es auch Micha Palesche ausgeziert hat, manche Kinder können daheim besser lernen, manche Kinder lernen in einer schulischen Umgebung besser. Und diese Möglichkeiten eröffnen sich jetzt durch solche hybriden Settings. Und weil es auch gerade Stefanie Nickel hat es ja auch eben angesprochen, die Potenziale der Räume, die wir eröffnen können, sei es jetzt hier, in dem Fall haben wir eine Zoom-Session, der Rote Salon, der in Virtual Reality durchgeführt werden kann, andere Umgebungen, die auch soziale Präsenz erzeugen, weil diese soziale Präsenz, wir hatten es vorher in der Keynote ja ganz kurz angeschnitten, die ist ja das, was dann das Arbeiten im Team tatsächlich ermöglicht. Und da glaube ich, kommen diese ganzen Aspekte zusammen. Also Veranstaltungen, in denen jemand wirklich mit einem schwarzen Brett spricht, in einem Zoom-Kontext. Ich glaube, das ist für beide, sowohl für Lehrende als auch für Lernende, einfach keine gewinnbringende Austauschmöglichkeit, um auch diesen sozialen Aspekt von solchen Communities of Practice oder Communities of Inquiry tatsächlich dann auch auszuleben. In dem Zusammenhang wäre meine Frage jetzt nochmal an die teilnehmenden Studierenden, was sie sich quasi auch in dem Kontext wünschen für, ja, eigentlich im Prinzip für ihre eigene spätere Tätigkeit, aber auch für das Lehren und Lernen an der Hochschule. Sie sind ja auch noch eine Weile hier vor Ort. Also für uns war es ganz wichtig, dass eben die Integrierung relativ problemlos und ohne großen Aufwand funktioniert. Das war eben so die Idee, wo wir eben sagten, die Eule, die ja jetzt auch hier dabei ist, dass die fest installiert ist, dass es einfach die Möglichkeit gibt, immer wenn man jetzt von außen zugeschaltet wird,
dabei zu sein, weil dieses Gefühl, das wir dann unseren Schülerinnen und Schülern geben, dieses du bist dabei, du bist nicht immer irgendwo anders, aber du gehörst nicht dazu, das ist so wichtig, weil dieser soziale Aspekt, den müssen wir mit reinbringen. Und deshalb hatten wir jetzt, die meisten waren bei uns ja auch kurz im Raum mit drin, in unserem Prototyp hinten eine Leinwand, wo eben alle Kinder dann dazu geschaltet werden können. Mhm. Und die Lehrer, die direkt ansprechen können. Weil das ist das, was wir oft gemerkt haben. Wir sitzen vor diesen schwarzen Bildschirmen, auch wenn wir Gruppenpräsentationen hatten. Und man tut sich dann schwer, die anderen einzubinden, weil man sieht sie nicht oder man hat manche vor sich und manche dann eben nicht. Und in dem Moment, wo man eben alle sieht, wo man den Blick auf alle hat, ist es viel einfacher, da dann auch lockerer mit umzugehen. Ich glaube, das geht den Lehrenden wahrscheinlich ähnlich. Oder? Ich würde da gerade noch einen Punkt ergänzen, weil also gerade durch ihre Arbeit sozusagen, durch dieses prototypische Gestalten von so einer Umgebung merkt man, glaube ich, dass nicht für jede Situation oder auch für unterschiedliche Schulen, für unterschiedlichen Klassen können verschiedene Settings sinnvoll sein. Also der fahrbare Roboter ist sozusagen wie eine Art Tool aus einem Baukasten und die müssen vielleicht so ja auch ein Stück weit niedrigschwelliger auch zugänglich sein. Ich sage auch mal, ich meine die Kosten von einem Staubsaugerroboter sind relativ überschaubar, einfach weil die in so riesigen Mengen schon hergestellt werden, aber so solche anderen autonomen Systeme, die brauchen, glaube ich, einfach auch noch einen Ticken Zeit, aber diese individuelle Konfigurierbarkeit ist, glaube ich, eine wichtige technische Voraussetzung. Ich glaube, wir müssen immer sozusagen auf beiden Seiten arbeiten, so zum einen auf der technischen und auf der anderen Seite wirklich dieser Aspekt der kulturellen Voraussetzungen, der, glaube ich, durch die Arbeit in der Pandemie schon ein Stück weit da ist. Wobei ich glaube, dass halt gerade dieser Aspekt des Hybriden noch das ist, wo wir am meisten Luft nach oben haben. In der Pandemie hat man sehr gut gelernt, digital zu arbeiten. Davor hat man sehr gut gelernt, in Präsenz zu arbeiten. Jetzt wirklich diesen Schritt in das Hybride, da glaube ich, ist noch ein bisschen Luft nach oben. Darf ich da nochmal die Frage an Sie, Herrn Palasche, weitergeben? Also was so sozusagen Ihre Zukunftsideen noch in dem Bereich sind, gerade mit Blick auf Schule? Also, wir denken sicherlich diesen Gedanken weiter, dass das Lernen überall möglich ist. Wir unterscheiden da, glaube ich, auch nicht mehr zwischen einer Präsenz, also diesem Präsenzbegriff, den es eben analog oder digital gibt, aber es ist eine Präsenz, ein Präsenzbegriff, der dann auf eine Präsenz hinzielt, die eben zeitgleich bedeutet. Es gibt ja aber auch die Möglichkeit, zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu arbeiten. Wir sind schon Freunde des persönlichen Treffens, das schon. Und trotzdem glaube ich, dass wir in Zukunft immer mehr plattformbasiert arbeiten werden. Vielleicht um dieses Beispiel des Roten Salons aufzugreifen. Wir werden einen Roten Salon machen. Also das ist ein Schulentwicklungsformat, bei dem sich eben Eltern, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler treffen, eigentlich in der Präsenz. Wir werden aber gleichzeitig den virtuellen Roten Salon dazu aufmachen, sodass wir unsere Schulentwicklung quasi weltweit öffnen für die Menschen, die Lust haben, sie mitzuarbeiten, zeitgleich zum Beispiel. Das ist sicherlich auch ein ganz spannender Aspekt. Das heißt, wir leben beide Welten. Aber eines ist, glaube ich, und das darf man in dieser ganzen Diskussion nicht vergessen, und ich glaube, das ist wirklich, da brauchen wir Zeit, ist die Überzeugung von Schule aufzubrechen. Wir haben ja dieses Bild von Schule, wie sie bisher war, die steckt ja ganz tief drin, und diese Überzeugung ist eben leider immer noch an Orte gebunden. Also man hat ja Schulen gebaut als einen Ort, um dorthin zu gehen, um dort zu lernen. Und das steckt natürlich tief in den Köpfen drin. Die meisten Materialien sind für dieses Setting ausgerichtet. Die Ausbildung ganz oft, bei Ihnen jetzt wahrscheinlich anders, aber ganz oft ist es eben auch noch nicht mal vielleicht nur die Ausbildung, sondern wenn man die Lehramtsprüfungen betrachtet, dann, ja, wenn die Anwärterinnen eine 45-Minuten-Stunde planen müssen, da will ich auf den Zeitpunkt warten, bis da mal irgendein Roboter mitfährt und da ein paar andere woanders sitzen. Also da müssen wir es nicht vormachen, das wird dauern. Also da sind einfach die Strukturen da. Aber ich glaube, dass das mitzudenken und zu öffnen, das ist der erste Schritt. Ja. Und ich würde da gerne eben diesen Begriff Entgrenzung verwenden. Also es geht ja eigentlich um eine Entgrenzung von
von Strukturen, eine Grenzung von Orten. Es geht um eine Entgrenzung von Inhalten vielleicht auch, die ich ganz anders abbilden kann. Und das ist etwas, diese Entgrenzung fällt uns natürlich im schulischen Kontext noch sehr, sehr schwer in einem System, das sehr geprägt ist von Hierarchien und ein System, bei dem, wenn man Fehler macht, das ja was ganz Schlechtes ist, weil wir Fehler suchen, schlecht an. Ja, also wie geht man damit um und so weiter? Wie kontrolliert man eigentlich? Was heißt Leistungsmessung dann in so einem hybriden Setting? Also ist es das Gleiche? Kann ich ja gar nicht kontrollieren, wenn der woanders ist. Also das sind ja genau die großen Themen, die so mitschwingen. Ja. Und ich glaube, da müssen wir ran. Ja. Das ist dann auch etwas, was sozusagen die Studierenden vor Ort einfach entsprechend interessiert, eben genau diese Frage, wie kann ich sozusagen, wenn ich eben auch, wir hatten am Anfang gesagt, sozialkonstruktivistisch beispielsweise, wenn wir sozialkonstruktivistisch arbeiten, also wenn wir solche offenen Settings haben, wie wir sie hatten, wie ist es nachher bewertbar? Das hatten auch wir hier sozusagen diese Frage. Wie kann man das dann entsprechend bewerten? Mhm. Was Sie eben auch gesagt haben, Entgrenzung. Daniel, da würde ich gerade nochmal dir sozusagen den Ball zuwerfen zum Thema Bildungslandschaft vielleicht auch. Ja, aber das ist natürlich hochspannend zu sagen, also diese so eine aktive Bildungslandschaft, die ja nicht nur bestehen muss aus dem, was Schule macht. Ich meine, das ist ja auch nochmal ein sehr gutes Beispiel bei der Ernst-Reuter-Schule, die ja ihre Schule nach außen hin öffnet zum Quartier, um so auch die Potenziale dessen auszuloten. Und das Beispiel von Herrn Palesche zu sagen, wir als Schule nutzen eigentlich die Potenziale von der Bildungslandschaft in Zusammenarbeit mit Hochschule, mit der ansässigen Wirtschaft, die lokal vor Ort ist, und das und diese verschiedenen Settings ermöglichen ja dann auch wiederum die unterschiedlichen Expertisen dieser unterschiedlichen Einrichtungen mitzunutzen. Und wenn diese Entgrenzung von diesem, es gibt ja auch diesen Begriff der 7 Gs, wo die Schule ja irgendwie so mitgeprägt ist, die irgendwie zur gleichen Zeit lernen, die gleichen Kinder mit der gleichen Methode, den gleichen Stoff und so weiter. Ich glaube, ich habe ein paar Gs vergessen, aber wenn man davon ein Stück weit wegkommt und die Lernorte, und das ist, glaube ich, auch eine Anknüpfung an das Lerninselkonzept, zu sagen, wir binden diese Orte mit ein. Das hängt ja, das kann ja auch sein, dass die Expertise von außen, sei es von einem Museum, sei es von anderen außerschulischen Einrichtungen, dass das nicht mehr so gleichzeitig, Herr Palesche hat es auch gesagt, also diese Synchronität aufzubrechen, asynchron auch zu denken. Es gibt das Synchrone zum Zusammenkommen und dann gibt es das Asynchrone, wo Teams agil eben nach ihren eigenen Bedürfnissen dann auch selbstgesteuert agieren können. Und das, glaube ich, ist ein ganz großes Potenzial, wenn das in der Haltung, in den Kompetenzen, die dafür nötig sind, wenn die mitwachsen. Ja, vielleicht noch ergänzend an dieser Stelle, wenn ich darf, weil ich diesen Gedanken ganz spannend fand, der gerade geäußert wurde. Ich glaube, es geht ja auch die Frage nach kulturellen Praktiken. Und wenn wir natürlich, ich sage mal, in die Realität gehen, außerhalb der Schule, sind eben veränderte kulturelle Praktiken, die wir im alltäglichen Arbeitsleben, aber auch im sonstigen Leben außerhalb der Schule eben, ja, die sich da etabliert haben oder entwickelt haben. Und wenn wir jetzt an diesen Begriff New Work zum Beispiel rangehen, also in denen es ja ganz oft darum geht, indem man eben gemeinschaftlich, ko-kreativ, partizipativ arbeitet, dann habe ich natürlich in den Settings außerhalb der Schule viel mehr schon diese veränderten kulturellen Praktiken, als ich sie vielleicht in der Schule verankert habe. Das heißt, das kann durchaus ein Schlüssel sein, eher in informellere Settings zu gehen, diese Praktiken kennenzulernen, nicht nur für Schülerinnen und Schüler, sondern auch für Kolleginnen und Kollegen, die das ja so auch in ihrer Ausbildung nicht gelernt haben, um da in den Kontakt zu treten, um die Expertise dort zu erleben, um Menschen aber auch von außen in die Schule zu holen, die ihre veränderten Formen der Zusammenarbeit und des ko-kreativen Arbeitens eben auch in die Schule mit einfließen lassen. Und das hilft natürlich dann auch wieder, Lehr-Lernprozesse in der Schule zu verändern, weil da der Kontakt da ist, weil der Austausch da ist. Quasi würde ich das jetzt fast als Schlusswort nehmen mit Blick im Hinblick auf den Ausblick sozusagen. Also das heißt, was Sie gesagt haben zum Thema Entgrenzung, Daniel, was du gesagt hast zum Thema Bildungslandschaft einbeziehen und sozusagen auch die Öffnung, also Öffnung vielleicht auch von Hochschule hin zur Schule, gemeinsames Zusammenarbeiten, aber auch zu entsprechenden anderen Einrichtungen vor Ort und so weiter. Mit Blick auf die Uhr tatsächlich würde ich jetzt noch einmal
die Frage in den Raum stellen, gibt es von Ihrer Seite, auch von den Teilnehmenden, von den Gästen und von den teilnehmenden Studierenden hier vor Ort, den Gästen vor Ort, gibt es Fragen, die Sie noch entsprechend an, ja, an die Studierenden beispielsweise haben, an uns haben, an unsere Gäste haben? Dann gerne einfach freischalten. Ich hätte noch eine Frage zur Umsetzung. Also ich verstehe das Konzept an sich mit den unterschiedlichen Lernorten, das ist mir schlüssig. Ich sehe aber die Schwierigkeit in der Umsetzung vor allem mit Eingangsklassen, also mit Erstklässlern, die nicht lesen können. Und dann sage ich, ja, also wir benutzen jetzt die und die Plattform. Und die Kinder sich ja doch auch irgendwie durchklicken müssen, sage ich mal, um teilhaben zu kommen. Da ist mir die Umsetzung noch nicht ganz klar tatsächlich. Herr Palesche, wollen Sie? Geht die Frage in Richtung der Lerninseln? Ging in Richtung Lerninsel, genau, mit der Umsetzung. Es war hier natürlich etwas stärker noch sozusagen auf Grundschule, auf die Eingangsstufe bezogen. Absolut. Ja, man muss natürlich, klar, das Thema, wir sind ja ganz schnell beim Thema Aufsichtspflicht und diese Dinge. Und was können Kinder alleine und was können sie nicht und wo brauchen sie Unterstützung? Und ich glaube, das muss natürlich immer mitgedacht werden. Und viel entscheidender ist, glaube ich, wenn wir Kinder in der ersten, zweiten oder dritten Klasse haben, bei den Kleinen, glaube ich, ist es wichtig, dass, also die brauchen natürlich immer eine Begleitung einer Lehrkraft, die mit ihnen nach draußen geht. Und dort vielleicht vor Ort muss jemand da sein. Viel wichtiger ist dieser Aspekt, also je älter die Kinder sind, desto eher können sie damit umgehen. Also wenn ich, was ich unsere 10er SchülerInnen habe, die vielleicht dann 2-3 Stunden mal Lernband haben, dann können die selber sagen, ich wähle mir den Ort des Lernens selber, die buchen sich über die App ein und nehmen eben ein Coworking Space hier in der Nachbarschaft und lernen dort, weil sie den schöner finden als in der Schule oder so. Ich glaube, viel wichtiger, was mitzudenken wäre in diesem Aspekt natürlich, wenn ich die Schule verlasse, also wenn ich in die Realität gehe, was ich für essentiell halte, gerade auch, weil die Realität eben, naja, sich so schnell verändert, dass sie sonst in Schule gar nicht aufgenommen werden kann und weil es in der Realität auch keine Fächer gibt. Das muss man sich auch immer klar machen, in der Schule haben wir sie außerhalb nicht, also gibt es vernetztes Lernen. Brauche ich andere Zeitstrukturen? Ich kann nicht in einem 45-Minuten-Takt mit einer Gruppe SchülerInnen in die benachbarte Bibliothek laufen, weil das wird nicht funktionieren. Sondern dann müssen wir wirklich darüber denken, wie schaffen wir Strukturen auch in der Schule? Was sind dort die Voraussetzungen, dass wir vielleicht 2, 3, 4 Stunden am Stück Block haben, um wirklich auch solche Aktivitäten durchzuführen. Und das sind sicherlich auch die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen mussten, die wir aber tatsächlich über Lernbänder oder über das themenorientierte Arbeiten gelöst haben, indem wir einfach Einzelstunden zusammengelegt haben an einem Vormittag, einen großen Block haben von 4 Stunden, themenorientiertes Arbeiten nennen wir das, und dort die SchülerInnen letztendlich die Zeit haben, nach draußen zu gehen ins Quartier. Wir können die Menschen von außen einladen. Das ist einfach eine andere Form von Schulen und Unterricht dann auch. Ist im Prinzip ja eigentlich ähnlich Ideen, was Sie kennengelernt haben jetzt im Rahmen dieses Projekts sozusagen. Also wir haben ja auch die Zeitstrukturen ein Stück weit aufgelöst. Das heißt, Sie hatten die Möglichkeit, sich sozusagen zu einer Nachmittagszeit zu treffen. Das heißt, Sie waren nicht an die Seminarzeit beispielsweise gebunden. Und das Online-Arbeiten ermöglicht ja das auch nochmal sozusagen, dass Sie es flexibler regeln können beispielsweise. Ja. Daniel, magst du noch was ergänzen? Ja, im Prinzip mit Blick auf die Uhr, was wir noch gar nicht gestreift haben, sind die kompletten Nachhaltigkeitsaspekte, mit Blick auf ökologische Nachhaltigkeit, mit Blick aber auch eben auf soziale Nachhaltigkeit, Teilhabemöglichkeiten an Bildung. Ich meine, es gibt auch viele Studiengänge, die jetzt mit Blick nochmal auf die Hochschule, die studierbar wären oder zugänglich wären, wenn mehr hybride Angebote geschaffen werden könnten, also da auch mit Blick auf das Ausland, auf ausländische Studierende dann in dem Fall, die ökologische Nachhaltigkeit, wie gesagt, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber ich glaube, was wir gut merken, ist auch anhand dieses Themas hybrides Lernen, wie schnell wir dann bei diesen Punkten wie Entgrenzung, bei den Punkten Nachhaltigkeit, bei der Auflösung von traditionellen Strukturen sind und wie ganzheitlich eigentlich das, diese hybride Arbeit, das, was wir tradiert die letzten 150 Jahre an Schule verstanden haben, wie das auch nochmal ein Stück weit aufbrechen kann und wie das dann auch auch vielleicht jetzt ein Stück weit mehr Akzeptanz findet, einfach aufgrund der Erfahrungen in den letzten Jahren. Also das wäre so mein Fazit, was ich jetzt ziehen würde. Wunderbar.
ich würde das sozusagen als Schlusswort nehmen. Dann tatsächlich sind wir jetzt auch so ein bisschen in die Strukturen der PH mit eingebunden und müssen darauf achten. Insofern bedanke ich mich ganz herzlich sowohl bei den Studierenden für die Arbeit, die sie geleistet haben, als auch bei unserem Gast, Herrn Mischa Palesche. Bei dir, Daniel, und bei unseren Gästen, sowohl hier live vor Ort als auch online, dass sie sich zugeschaltet haben, dass sie mitdiskutiert haben. Ja, genau. Daniel, magst du noch ein letztes? Ja, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch nochmal an die Studierenden oder die diese ganze Veranstaltung überhaupt nicht möglich gewesen wäre und an die innovativen Konzepte, die jetzt erarbeitet worden sind. Noch ein ganz kurzes Wort zur Tagungsdokumentation. Wir werden sehr schnell versuchen, die Inhalte von heute auf die Webseite zu bringen. Da finden Sie dann die Mitschnitte von der Keynote, von der Podiumsdiskussion und über unsere virtuelle Tagungsumgebung. Auch die wird bestehen bleiben, können Sie jederzeit auch noch mal in die Konzeption der Studierenden eintauchen. Und wenn Sie dann das Bedürfnis haben, vielleicht noch mal Kontakt mit einzelnen Gruppen aufzunehmen, dann können Sie gerne uns dann schreiben und wir leiten das dann entsprechend weiter, wenn Sie da noch mal intensivere Einblicke möchten. Also noch mal ganz herzlichen Dank. Es war toll. Für Micha Palesche einen guten Schuljahresabschluss, für die Studierenden erfolgreiche Prüfungswoche. Vielen Dank und tschüss. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Danke. Tschüss.